Der Schaffhauser Stadtpräsident ist ab heute stolzer Besitzer eines Elektrovelo. Dafür muss der Peter Neukomm die nächsten zwei Wochen ganz ohne Autoschlüssel auskommen. Als Botschafter der Klimaschutzaktion wird er als Stadtpräsident ein Zeichen setzen. Wir wissen, dass es Mehrverkehr in Zukunft geben wird. Und unser Ziel ist eigentlich, einen wesentlichen Teil des Mehrverkehrs über den Langsamverkehr zu bringen und nicht über den motorisierten Individualverkehr. Da nützt allen, da nützt die Gesundheit, da nützt die Umwelt. Da ist bezüglich der CO2-Reduktion, die wir brauchen, für Klimaveränderung wichtig. Und darum unterstützt die Stadt die Aktion. Die Idee der Aktion ist nicht neu. Schon vor 4 Jahren hat der Benny Thurnherr seinen Autoschlüssel gegen ein Velo eingetauscht. Dass die Aktion jetzt auf Schaffhausen kommt, freut die Initianten. Erhebungen haben ergeben, dass rund 50% von allen Autofahrten kürzer als 5 km sind. Sogar 10% sind kürzer als 1 km. Und das ist eigentlich die optimale Velodistanz, die zeigt, wie gross das Verlagerungspotenzial eigentlich vom Auto zum Velo wäre. Und genau das ist das Ziel dieser Aktion, eigentlich das Verlagerungspotenzial zu erschliessen. Unterstützt wird die Aktion neben anderen Partnern vom Velogeschäft Pedale Schaffhausen. Der Laden vom Urs Wertmüller stellt qualitativ hochstehende Elektrovelos kostenlos zur Verfügung. Wir lieben das Velo, wir leben ums Velo und ich finde das eine gute Sache, auch Leuten mal die Möglichkeit geben, so etwas auszuprobieren, vielleicht sogar auf ein zweites Auto oder ein Auto zu verzichten und das mal zu erleben. Und da finde ich schön, dass das im Zusammenhang so gratis zustande kommt. Wer wie der Stadtpräsident 2 Wochen lang aufs Autofahren verzichtet und im Gegenzug ein Elektrovelo bekommen will, kann sich im Internet oder persönlich im Veloladen anmelden. Die Aktion läuft noch bis Ende September.